Bruno Ebneter, ihr seid der Präsident von der Schaukäserei Rhone AG, wo heute hier in Riedbrig schon der 18. traditionelle Käsetag feiert. Was erwartet die Gäste für ein kulinarisches Angebot? Also die Gäste erwartet hier ein reichhaltiges Angebot, natürlich die feinen Raclette, die bei uns in der Sennerie gemacht werden, von unserem Käse, natürlich mit Getränk, mit Wurst, mit ganz verschiedenen Sachen. Auch gerade für den Müttertag, für die Freude, etwas heimzubringen, ein paar Blumen, das kann man hier alles besorgen. Ihr habt ja letztes Jahr den Standort vom Käsefest gewechselt und seid auf den Dorfplatz von Riedbrig gekommen. Dieses Jahr seid ihr wieder hier. Hat sich der Wechsel in dem Fall gelohnt? Der Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Weil das Ziel war, mit anderen Gewerbetreibenden ein bisschen zusammenzuarbeiten, miteinander etwas zu machen, hauptsächlich mit dem Volk zusammen. Und da sind wir auf dem Vorplatz vom Volksgeschäft. Und so ist natürlich die Symbiose ideal, Sennerie, Volk und noch mit weiteren Geschäften hier wirklich zentral in Riedbrig. Was erhofft ihr jetzt heute hier von diesem Fest? Also wir sind natürlich einmal angenehm überrascht, dass wir so herrlich Wetter haben. Weil alle haben ein bisschen schlechtes Wetter gemolden und jetzt ist der schönste Sonnenschein. Idealer geht es nicht, die Temperaturen. Und wir hoffen natürlich auf sehr viele Gäste, die hier wirklich den Tag genießen, bei einem feinen Rackli oder bei einem Glas Wein, wie auch immer. Und ihr selber kommt auch noch dazu, ein feines Rackli zu essen, oder wie sieht ein Tag neues? Also ich komme auf jeden Fall dazu, das Leber ist nicht lohnt, weil es gibt sicher eine Häufe Arbeit mit Vorbereitungen, nachher den Tag mit den Gästen und nachher mit dem Abräumen und allem. Aber eine Minute zwischendrin muss und soll sein für alle, die hier arbeiten, dass man ein Raclette, ein Stück Küche, ein Kaffee oder auch einen Schluck Wein kann miteinander reichen kann.